So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Wir warten jetzt aktuell auf den Bankdirektor, denn er ist jetzt hier hineingegangen. Und einer anderen Angelegenheit? Nein, vielen Dank. Wir werden den Bankdirektor jetzt gefangen nehmen. Alle kommen jetzt links. Links. Vielen Dank für Ihre Geduld, werter Herr. Schönen Tag noch. Ich lasse den Governor wissen, wie hilfreich Sie waren, wenn ich ihn sehe. Die offizielle Bankführung beginnt jeden Moment. Noch können Sie sich uns anschließen und die großen Wunder der Finanzwelt erleben. Ah, bitte, oh, Sir, verdammt. Tun Sie mir nee. Nichts. Verdammt. Ich füge mich. Was wollen Sie denn von mir? Mir schwebt eine Privatführung durch den Tresor vor. Du bist tot! Hörst du? Gott. So. Und jetzt? Ach so. Warum kann Tupel nicht heimgehen und das sie den Profis überlassen? Hallo! Bitte hier entlang. Was? Hä? Okay, dann machen wir nur das einzigartige Attentat, weil ich habe nämlich jetzt keine Lust mehr. Komm, den schlagen wir erstmal ein bisschen nieder. Tut mir leid. Ich war wahrscheinlich so voreilig, oder? Hätte die erst beiseite lassen sollen. So. Muss es weiter runter? Wo muss ich mich verstecken, Verdammter Gott? Tollpatsch! Das kommt nicht wieder vor. Wenn ihr überlebt, habt ihr mehr als genug Zeit, das wo zu zählen. Wo muss ich mich jetzt hier ver... Ja, wo hätte ich mich jetzt verstecken müssen? Da unten. Ich bin ja gerade ein bisschen überfordert. Warte mal. Hä? Ich verstehe das jetzt nicht so ganz. Das ist da unten. Ich will ja runter. Aber ich muss mich ja erstmal um ihn herumschleichen, damit ich mich verstecken kann, damit ich dieses einzigartige Attentat habe, was ja komplett sinnfrei ist. Deswegen habe ich Angst, dass ich gerade irgendwo falsch gegangen bin. Mr. Starrick wird mit unserer Arbeit zufrieden sein. So, warte mal. Davon wird sinnfrei. Ich will doch nur runter. Wie versprochen.
Schneller, ihr kriegt euren Anteil wie versprochen. Verdammter Tollpatsch! Wir werden das später zählen. Wir hätten eigentlich die Tarnung haben müssen, ne, damit wir uns hier relativ frei bewegen können, ne? Ich gehe mal kurz gucken. Ja, was ist denn da runter? Ich habe aber keine. Ganz ruhig, warte. Machen wir das einfach mal so. Und verstecken uns jetzt im Bild. Achso, nein! Ich glaube, ich weiß, wie wir das Attentat machen werden. Ich hab wieder zu... Sie werden der Bevölkerung von London keinen Schilling mehr stehlen. Diese Tiere verprassen ihr Erspartes. Wir sind die Experten für Investitionen. Nichts würde erbaut oder verbessert werden. Nichts sich aus dem Schlamm erheben, wenn wir nicht die Zukunft formen. Nein, sie erschaffen würden. Sie profitieren mehr, als sie verlieren. Es ist deren Stadt, nicht ihre. Ohne unsere Investitionen gäbe es gar keine Stadt. Hier, für den Fährmann. Schön. Dann müssen wir nur wieder rauskommen. Tschüss. Arrivederci, mon ami. Und die Geheimmassage haben wir wieder nicht aufgespürt. Ach so. Ich dachte, der Fahrstuhl fährt jetzt. Okay. Tschüssi. Tschüssi. Arrivederci, meine Freunde der Nacht. Sie alle wegen Diebstahls am Volk von England. Die Bank of England ist geschlossen und zwar bis auf Weiteres. Na, ah, wie er da liegt. Geheimpassage. Keine Ahnung, wie man die findet oder finden hätte können. Unsere Währung ist eine Lachnummer. Die Inflation außer Kontrolle. Two Penny, brutal ermordet. Und das Parlament unternimmt nichts. Das Gesetz wird abgelehnt werden, Sir. Die Witzfigur Disraeli ist so gut wie erledigt. Es ist alles arrangiert. Bei meiner Ehre. Ihre Ehre hat wenig Gewicht. Was erlauben Sie sich?
Die Armen in dieser Stadt litten lange genug. Ich bewilligte heute eine beträchtliche Lohnerhöhung, um der Inflation zu begegnen. Was? Ich würde ganz London versorgen, wenn ich könnte. Während Sie in Ihrem Club sitzen und Versprechen machen, die Ihre feine Ehre nicht bezahlen kann. Das Vermögen Ihrer Familie. Ich frage mich, was Sie bieten würden, um Ihren Namen aus der Zeitung zu halten. Etwa dasselbe, was Disraeli bieten würde? Für Ihren Kopf, schätze ich. Doch seien wir großzügig. Warum sollten wir uns auf eine Sache beschränken, wenn wir alles haben können? Was sagen Sie, Sir? Soll ich kassieren kommen? Genug Zeit verschwendet! In den Hallen des Parlaments muss regiert werden können. Klar? Verstanden? Sie finden selbst hinaus. Ein Brief. Für mich? Ja, der ist immer noch für dich. So, dann haben wir die Sequenz 7 in der Politik. Ist alles erlaubt. Jacob und Evie haben zwei von Crawfords Derricks Agenten getötet. Philip Twopenny und Lucy Fawn. Doch die Templer sind noch lange nicht besiegt. Die Verschwörung um ein Attentat auf den Premierminister führt Jacob zum Parlamentsgebäude. Und trotz ihres Triumphes über Lucy Fawn nimmt Evies Suche nach dem Eden-Grabtuch eine dramatische Wendung. Werter Mr. Starek, Männer angeheuert, schlagen morgen zu. Disraelis Tod wird das Antikorruptionsgesetz auf Eis legen. Gladstone wird viel umgänglicher sein. Möge der Vater etc. etc. B. Starek hat seine Finger also auch in der Politik. Ich muss in den Sinopien Club und herausfinden, wer B ist. Verhalte dich einmal diplomatisch. Aber das bin ich doch immer. Deine Indiskretion bei der Bank of England hat beinahe zum Kollaps der Währung geführt. Beinahe ist das entscheidende Wort. Apropos Kollaps, was ist mit deinem Schlüssel, der in kein Schlüsselloch passen will? Henry hat ihn und forscht weiter. Ich bin sicher, dass das Gewölbe uns gehört. Beinahe uns gehört, Evie. Beinahe. Ein Brief. Für mich? Für mich? Ach ja, du hast so viele Briefe. Mein lieber Jacob. Die will keiner haben. So, dann werden wir uns jetzt mal mit der ersten Evie-Aufgabe vertraut machen. Oder, ah nee. Mal, wo ist denn jetzt hier die... Ach, die ist gleich hier, okay, gut. Wir nehmen doch vielleicht erstmal die Jacob-Aufgabe. Entschuldigung. Da war er. Wirklich, diese Spielmusik, die macht mich komplett fertig. So, da hoch. Winkelzüge der Politik. Jacob hatte den Premierminister Disraeli im Sinopien Club und die gemeinte geheimnisvollen B aufzuspüren, welcher Disraelis Ermordung plant. Nun gut, B. Wer bist du und was hast du vor? Das ist für eine schöne Musik. Ja, ganz merkwürdig. Natürlich ist das Sperrgebiet. Was soll es auch anderes sein? Oh?
Warte mal. Was zum Teufel? Hier gibt es nichts zu sehen. Oh, verdammt. Schnell, 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 komm. Nein, nein. Na gut, dann muss man es auf die harte Tour machen. Tja, wenn das nicht mein alter Freund Mr. Disraeli ist. Oh. Nun, Premierminister, welcher Ihrer Freunde will Ihnen in den Rücken fallen? Das Antikorruptionsgesetz ist ein wichtiger Schritt zur Reform unserer Regierung. Wenn die Mehrheitspartei den Ausgang umstrittener Abstimmungen diktieren kann, können wir uns kaum frei nennen. Wenn wir unsere Rechte nach und nach an die Gerichte abgeben, können wir uns aber auch nicht frei nennen, Sir. Das ist mal wieder typisch, Gladstone. Sie würden sich lieber selbst in die Zahnräder des Fortschritts werfen, als auch nur einen Hauch ihrer Macht abzugeben. Bei Gott, Disraeli, Sie sind ein Narr. Ich sehe nicht untätig zu, wie Sie die Privilegien des Parlaments durch den Schmutz ziehen. Nein, mit Sicherheit nicht. Eher zwingen Sie uns wieder unter das Joch der Tyrannei. Und wo wir gerade dabei sind, Mr. Gladstone, heben wir doch die Magna Carta auf und geben die Krone wieder den Stuarts. Was erlauben Sie sich, Sir? Nur weil ich die Regierungsgeschäfte nicht in den Händen von Richtern wissen will, erheben Sie solch unerhörte Anschuldigungen? Das muss ich mir nicht anhören. Dann entbinde ich Sie von dieser Pflicht. Guten Abend, Sir. Oh je. Nicht gut. Was ist nicht gut? Benjamin Disraeli. Was ist denn los? Ich wusste es. Was denn? Das wird wohl B sein. Nicht gut. Ja, was ist denn nicht gut? Ja, jetzt kann auf einmal ganz... ganz schön rennen. Aber schnell war er nicht. Das ist dein letzter Kampf. Viel Spaß. Nervt mich. Es nervt mich ungemein. Was ist das denn für ein Müll? Ich hab den gerammt und dann kommt... wird keine Sequenz getriggert. Nichts. So. Nochmal. Und? Das lässt du bereuen. Dann rennen wir ihm einfach ein bisschen länger hinterher. Sinnlos. Das ist einfach sinnlos. Na gut, dann wahrscheinlich gedacht, dass ich mit dem hier kämpfen werde, muss. Ich sollte jetzt gegen ihn kämpfen. Was soll ich denn machen? Kann mir das mal bitte jemand erklären? Mann, ich habe keine Lust mehr. Das ist überhaupt nicht mein Aufnahmetag. Wenn ich aber ramme. So, dann ramme ich den. Ich nehme mich aus wie ein Fisch.
Sinnlos. Einfach nur sinnlos. Und die Spüle-Uhr-Melodie macht mich auch so aggressiv, einfach nur. Und guck mal, jetzt kämpfen wir einfach mal gegen den. So. Nix. So, was ist das für eine Winkelzüge der Politik? So, ich google es mal parallel. Nerv. Wenn ich jetzt einmal noch umbringe, dann ist es weg. So. Ich denke, ich habe einen riesen Fehler gemacht. Ach doch, leider wird er vor von einer Scharfschützin getötet. So, jetzt ramme ich den und jetzt warte ich einfach mal. Ich brech dich in zwei Hälften. So. Geht. Nach einer Zwischensequenz entdeckt ihr einen Spion, den ihr zum Boden rammen müsst, um Informationen zu erhalten. Doch leider wird er vor von der Scharfschützin getötet. Vom Scharfschützen getötet. Warte mal. Ich nehme jetzt einfach mal ein Lied. Sag ich schon. So. So. Dann rammt er den? Warte mal, wo muss ich ihn rammen? What's happening over there? So. Der rennt jetzt auch los. What is that? Der hat ihn sogar an der gleichen Stelle gerammt. Ich nehme dich aus wie ein Fisch. Das ist doch sinnlos. Warte mal, hat irgendjemand genau den gleichen Bug wie ich? What's happening over there? Nee, noch kein Kommentar. Cool. What is that? Genau, in Playing Politics. Warte mal, so auf Englisch. I wonder what that is. That looks interesting. What is that? What's that? What's happening over there? Oh, schön. Die eine hat auch ihren Computer neu gestartet und alles andere. What's going on? Huh? I wonder what that is. Many things. What's that over there? What is that? Okay. Machen Neustart. Erinnerung neu starten. Vielleicht liegt es auch daran. Vielleicht liegt es auch daran.
Ach, das wäre so ärgerlich. Es wäre so verdammt ärgerlich, ey. Freund Mr. Disraeli ist. Oh, jetzt gucken wir mal. Nun, Premierminister, welcher Ihrer Freunde will Ihnen in den Rücken fallen? Unserer Regierung. Wenn die Mehrheitspartei den Ausgang umstrittener Abstimmungen diktieren kann, können wir uns kaum frei nennen. Wenn wir unsere Rechte nach und nach an die Gerichte abgeben, können wir uns aber auch nicht frei nennen. Das ist mal wieder typisch, Gladstone. Sie würden sich lieber selbst in die Zahnräder des Fortschritts. Hä? Oh, das ist... Ich habe nämlich gerade noch weitergelesen. Oh, Mann, das ist überhaupt nicht mein Tag. Ich habe 3-4 Folgen aufgenommen und es ist einfach nur gerade irgendwie voll der Wurm drin. Tja, wenn das nicht mein alter Freund Mr. Disraeli ist. Nun, Premierminister, welcher Ihrer Freunde will Ihnen in den Rücken fallen? Ein großartiger Kommandeur. Als Partei den Ausgang umstrittener Abstimmungen diktieren kann, können wir uns kaum frei nennen. Den Kamm entlang unsere Rechte nach und nach an die Gerichte abgeben, können wir uns aber auch nicht frei nennen. Das ist mal wieder typisch, Gladstone. Sie würden sich lieber selbst in die Zahnräder des Fortschritts werfen, als auch nur einen Hauch ihrer Macht abzugeben. So. Bei Gott, Disraeli, Sie sind ein Narr. Lass mich in Ruhe, ne? Zu, wie ja. Sie die Privilegien des Parlaments durch den Schmutz ziehen. Nein, mit Sicherheit nicht. Eher zwingen Sie uns wieder unter das Joch der Tyrannei. Und wo wir gerade dabei sind, Mr. Gladstone, heben wir doch die Magna Carta auf und geben die Krone wieder. Meine Nase meldet sich gerade wieder. Was erlauben Sie sich, Sir? Nur weil ich die Regierungsgeschäfte nicht in den Händen von Richtern wissen will, erheben Sie solch unerhörte Anschuldigungen? Das muss ich mir nicht anhören. Dann entbinde ich Sie von dieser Pflicht. Guten Abend, Sir. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Okay. Das ist Benjamin Disraeli, das ist der gute B. So. Scheiße aus dir raus! Funktioniert einfach nicht. So sinnlos. Das ist so verdammt, oh, das ist so nervig. Und vor allem, weil es auch keine richtige Lösung dafür gibt. So, warte mal. Sehen, wie warm deine Innereien sind. Sinnlos. Es ist so sinnlos einfach nur. So, warte mal. Ich mach's mal kurz.
So, dass ich rausgehe, dann nehme ich wieder Assassin's Creed Syndicate, dann laufe ich, habe keine Ahnung wohin, aber ich laufe. Ja, sie ist tot, ich muss auch gegen das Scheißziel kämpfen, Mann. Dieser Bug kann nicht wahr sein. Warte mal. So, da hat jemand genau das gleiche Problem. Der hat 40 Minuten dran gesessen. Moment. So, der rammt den. Auch dort. Und okay, warte mal. Ich muss den, glaube ich, in einem bestimmten Winkel. Warte mal. Müssen nämlich jetzt, glaube ich, hier rammen, oder? Ich werde dich gerne aufsetzen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es nervt mich. Es triggert mich gerade ungemein. So, der hat den. Ja, genau dort, wo ich den. Oh, lauf weiter, Rosie. Ich prügel die Scheiße aus dir raus. Okay, ich habe keinen Bock mehr. Ich werde jetzt erstmal Ubisoft beenden und dann werde ich gucken, ob sich das Problem dadurch beheben lässt. Wenn nicht, dann keine Ahnung. kann ich die Mission gar nicht machen? Und kann natürlich Assassin's Creed Syndicate abbrechen, weil sinnlos einfach nur. Richtig verdammt sinnlos nur. Ja. Also wir sehen uns dann eventuell in der nächsten Folge wieder.